Fragen Sie einen passionierten Raubwildjäger nach den Zutaten für einen guten Tag. Und er wird Ihnen antworten. Schnee, gute Hunde, Baujagd. Und so trafen sich unsere Jäger an einem schneereichen Wintertag im Revier, um auf den Fuchs zu jagen. Unterstützt werden sie dabei von Sabine mit ihren Parson Russell Terriern vom Madenwald. Dieser Terrier ist zur Jahrhundertwende als eigenständige Rasse anerkannt worden und ist sozusagen die hochläufige Variante des Jack Russell Terriers. Überlegte Arbeitsweise und ein freundliches Wesen wird diesen Hunden nachgesagt. Er ist nicht übermäßig aggressiv, wie man es anderen Terrierrassen nachsagt. Sabine führt die Rasse seit über 25 Jahren und züchtet sie fast ebenso lange. Das Wetter könnte für die Baujagd kaum besser sein. Frischer Pulverschnee hat die Landschaft über Nacht in herrliches Weiß gehüllt. Das Revier ist mit zahlreichen Kunstbauten ausgestattet, die strategisch gut in der abwechslungsreichen Landschaft verteilt sind. Feldgehölze, Heckenstreifen, kleine und große Waldstücke bieten dem Fuchs ein ideales Umfeld. Nachdem am ersten Bau kein Fuchs zu Hause war, sind wir zum nächsten, im Wald gelegenen Bau gewechselt. Die Jäger platzieren sich in der Nähe des Kunstbaus. Eine einfache Betonröhre, die an ihrem Ende ein Y mit einem Kessel hat. Sabine lässt den Rüden Merlin in die Röhre einschliefen und platziert sich dann oberhalb. Ist der Bau leer? Von wegen. Aber der Fuchs springt ganz anders wie erwartet. Sabine muss sich in die andere Richtung drehen und hat dann kein freies Schussfeld. So sind die noch nie gelaufen, dass sie einen Hagel gemacht haben. Die sind alle nur auf die andere Seite. Hat ihr in euch da gestanden? Der Verursacher des Misserfolgs ist schnell gefunden. Ich stehe mit der Kamera etwas zu dicht und genau in der Blickrichtung des Fuchses. Die Kontrolle durch den Jäger und den Hund ergibt keinen Treffer, der Fuchs kam ungeschoren davon. Nach einer Einweisung durch den Jagdherrn beziehen wir Stellung am Rande einer Streuobstwiese. Ein guter Platz für einen Fuchsbau. Milo schlief ein und nun heißt es warten. Sabine steht sehr nah am Bau. Ein größerer Abstand zur Röhre wäre sicherlich besser. Der Hund gibt laut. Die Spannung steigt. Und da ist es passiert. Der Fuchs springt und dreht reaktionsschnell um, als er Sabine eräugt. Ob der Rote jetzt noch einmal springt, ist mehr als ungewiss. Der steht nun dem Hund gegenüber und der muss Überzeugungsarbeit leisten. Kaum zu glauben. Sabine überschießt den Fuchs zweimal. Und auch ein Halbautomat mit 3 Schuss ist kein Garant für einen Winterfuchs. 5-mal hat er Glück. Dieser Fuchs hat sich wirklich ein Leben bis ins Rentenalter verdient. Die Enttäuschung über den Misserfolg ist den Jägern deutlich anzusehen. Sie werden sich wünschen, dass diese Szenen nicht gefilmt worden wären. Aber Fehler passieren eben und man kann daraus lernen. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Video zeige. Nun heißt es Mund abputzen, Krönchen richten und ab zum nächsten Bau. Der Tag ist noch jung. Weiter geht's. Der letzte Bau liegt im Feld.
am Rande eines zugewachsenen Bachbetts. Es hat wieder begonnen zu schneien und der Wind hat stark aufgefrischt. Ein heißer Tee und ein Platz am Kaminfeuer wäre sicherlich keine schlechte Alternative. Der Eingang des Baues ist etwas überriegelt. Der Laut des Terriers wird vom Wind übertönt. Sabine gibt deshalb Handzeichen. Auch er wollte wieder einschliefen. Aber Malo versperrt ihm den Weg. Diesmal findet die Schrotgarbe ihr Ziel und der Fuchs kommt zur Strecke. Ein Bauhund braucht das Beuteln, um die Anspannung abzubauen. Das Schütteln soll der Beute das Rückgrat brechen und ist ein angewölftes Verhalten. Ein starker Fuchs wurde Sabines Beute. Die meiste Freude empfindet sie aber über die erfolgreiche Arbeit ihrer Parson Russell Terrier. Der Jagdtag geht somit einem versöhnlichen Erlebnis zu Ende. Aber Hand aufs Herz, es sind doch oft gerade die Missgeschicke, die dem Jäger in Erinnerung bleiben und für gute Unterhaltung am Lagerfeuer sorgen. Zur Belohnung dürfen sich die Hunde nochmal richtig austoben. Sie wären aber lieber auf der Ladefläche beim Fuchs. Einmal noch richtig beuteln. Das wär's.